Was geht, Leute? Mein Name ist Anor Fox und heute spielen wir weiter mit The Mask Maker. Dies ist die zweite Folge. Beim letzten Mal haben wir angefangen, unsere erste Maske zu fertigen und haben die Mechanics gelernt, wie wir zwischen den Untertanen wechseln können, um unsere Rätsel zu lösen. Ich bin jetzt schon richtig gehypt und freue mich, was uns als nächstes erwartet. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Nach dem Intro geht's los. So, wir sind zurück in unserer Werkstatt. Wir sind im Grunde dabei, unsere dritte Maske herzustellen. Den Entwurf sehe ich jetzt hier gerade nicht. Doch, da oben! Genau, diesen Entwurf kann ich eigentlich von hier auch nicht. Nee, von hier kann ich nicht das Fernglas bauen. Aber um da hinzukommen, schätze ich mal, müssen wir unsere Apparatur hier reparieren. Das machen wir jetzt auch mal. Auf hier. Aha. Oh, diese Zahnräder. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Zahnrädern. Aber das Video dazu, welches Spiel ich jetzt meine, kommt noch, aber nicht heute. Well done. Now you can viel, viel angenehmer. New blueprints, new designs. You are ready for the next stage. We hope. There must be. We cannot repeat our failures. Aha, interessant. Kann ich jetzt auch unsere anderen da reinmachen? Ah, das Sammelfieber steigt in mir hoch. Ich liebe es, Sachen zu sammeln. Das alles werden wir voll machen und jedes einzelne. Das wird die Suche nach allen Masken. Oh, die kann ich jetzt auch bauen. Nice. Och doch. Warte. Ganz kurz. Und die hier. Nochmal. Okay. Ich brauche eine braune Wurz. Und was ist die? Ah, die Ingredienzien. Stimmt. Oh, was ist los mit meinem Tracking? Ja, so viel Spannung ist meine Brille wohl nicht gewohnt. Und der bleibt persistent in der Welt. Ja, somit bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ich komme dem Spielprinzip immer näher. Wie war das? Und zwar, wir machen das die Baseballer. Wir könnten jetzt diese Maske und auch die andere Maske und zwar. Das war jetzt gar nichts. Das war jetzt nicht. Denn die führt uns immer in andere Welten. Spawnt wieder. Nein, das ist scheiße, spawnt nicht. Und dort finden wir die einzelnen Ingredienzien. Okay. Zum Beispiel ist das jetzt das andere, was wir suchen müssen. Was mir gerade auch aufgefallen ist, weil ich das Spiel nochmal neu starten musste. Hier können wir unsere Masken platzieren. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Wir holen auf jeden Fall. Nee, das ist wahrscheinlich hier. Ja, die Muschel haben wir schon. Die müssen wir einfach nur rot färben dann später. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt eine neue Maske. It is an open window. It reveals. It transforms. Ach, diese Sprüche. Ja, das werden wir machen. Wir brauchen einen neuen Holzblock. So, und dann meißeln wir, was das Zeug hält. Oh, das macht so Laune. Das haben die so schön gemacht. Diese Mechanik ist so simpel. Es geht nicht darum, genau die Kanten wegzumachen. Es geht einfach nur darum, es zu machen. Und das finde ich einfach toll. In VR hat das einfach einen ganz anderen Stellenwert. Man kann auch filigran arbeiten. Toll gemacht. New destinations are discovered. The mask of the swamps. To wear the swamps. Sümpfe, okay. Love thyself, but do not allow vanity to take root. So, und die machen wir jetzt gelb.
Na, und Tracking? Willst du mich ärgern? Ja, lass uns nicht ärgern, nicht wahr? Ist das schon gelb? Das ist... Das ist jetzt gelb. Okay. Rein mit. Already your power is growing, but beware the king's envy. So. Hä? Da ist sie doch. Kann ich die jetzt, die kommt wieder da in die Schande rein. Und wir haben unsere erste Maske, zweite Maske gebaut. Schön in gelb. Ich bin mal gespannt. Wir machen es natürlich wieder höchst dramatisch. Achso, muss ich die noch... Nee, oder? Nee, die ist jetzt schon ready. Höchst dramatisch. Gehen wir in die nächste Welt, ins Sumpfgebiet. Seid mit dabei. Let's do this. Ganz anderes Feeling. Wie zu erwarten. Strand war gestern. Heute sind wir im Sumpf. Nice. The Burlab Swamp. Home to some of the rarest components. The most secret masks. Watch your footing. And don't breathe in too deep. It was so beautiful here once, but a foulness has taken root here somehow. Okay, wir sind auf der Suche nach diesem violetten Kraut, beziehungsweise einem Kraut, das wir dann violett färben. Das ist es nicht. Twisted roots from the flintbriar tree. Wusste ich natürlich, dass wir das brauchen. Alles suchen, was uns theoretisch hilfreich sein könnte. Okay. Ah, ich sehe schon, da haben wir jetzt die Wurzeln gebraucht. Wir gucken uns aber auf jeden Fall nochmal den anderen Untertanen an. Ich glaube, das kann man auch in den... Ja, ich erinnere mich. Ich kann mich erinnern, dass wir die Einstellungen anpassen können. Okay. Ja, finde ich auch. Aber das machen wir ganz kurz. Mist. Vertan. Kann man doch nicht. Nur die Kopfbewegung. Okay, never mind. Vergiss das. Ist nicht passiert. Okay, wir haben jetzt die Maske, die machen wir jetzt. So, und zwar, die legen wir jetzt zurück. Machen eine neue Kopie davon. Die tauchen wir wieder gelb ein. Oder obwohl, ja doch. So. Und die war hier oben. Tada! Und rein ins Vergnügen. As you see, the power of the mask maker is very useful. Ja. A king must survey his realm, after all. Especially since I first retreated to my castle and the bridges began to crumble, their bodies to grow still. Keine Ahnung, welchen Weg wir laufen, aber wir müssen einfach, denke ich mal, alles erkunden. Dass wir ja nichts vergessen. Wer ist schon der nächste Dude? Was möchte der hier? Orange und dann hier diesen Bambuszweig. Okay. An Alchemist. They harvested the various poisonous products of the swamp. Ich glaube, das ist auch das eine Teil, was wir brauchen. You'll need iron grass shoots to make this mask. My swamp-dwelling subjects, the inhabitants of these swamps,
were masters at creating dyes and medicines from the noxious effluvia of the swamp. They even traded with the people of the forest above. But their time is long past. Kann man den eigentlich mitnehmen, den Korb? Nee. Aber das da. Na also. Und noch eins. Nein. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass man nur eine Ingredienzien braucht und nicht ständig immer Neues holen muss. Hätte auch seinen Reiz, aber wäre auf Dauer, denke ich mal, nervig, ständig immer zwischen den Welten zu wechseln, nur um ein Objekt zu holen. Und ja, also ich denke mal, das haben die schon gut gelöst so. Ich guck mir alles nochmal ganz genau an. I've seen this basket before. Anyway, this will come in handy. That building there, that looks promising. Na, lass es mal unten. Keine Ahnung warum. Oh, das können wir auch? Nee, aber ähnlich. Jetzt gedacht, dass es vielleicht auch eins ist. Okay, aber wir machen jetzt erstmal die nächste Maske, die da gerade revealed wird. So, wir haben auf jeden Fall einmal wieder Standardgelb. Die müssen orange sein. Wir machen gelb und rot. Wer in Farblehre aufgepasst hat, wird da keine Schwierigkeiten haben. Ich komme hier ursprünglich von der Gestaltung, somit ist es für mich. A mask always asks more questions than it answers. Somit habe ich keine Schwierigkeiten, was Farbe angeht. Und dann einmal in Natur. Zack. Und rein. Ach, das läuft ja echt wie am Schnürchen, das hin und her switchen mit den Masken. Vor allem, wenn man die einmal gebaut hat, ist es mega einfach. Corruption. A vast parasitic fungus took root in these swamps long ago, and now it has spread more even than I realized. I nearly had to turn back last time I visited these swamps. And now. Lass ihn doch mal kurz ausreden. Still, overcoming challenges is what apprenticeship is all about. Good. Here you can mix potions. There are many recipes, but only one that helps clear a path. Ich mag keine Käfer. Growth. Sorry. No. Let's get to work, potion maker. Also brauche ich doch die Blätter. Mhm. Die brauche ich nicht als. Die brauche ich nicht um. That smell brings back memories. Of course, I always mixed all my potions correctly the first time. Ja, die brauche ich nicht für die Maske, sondern für unseren Trank. Aber wir gucken uns erstmal noch fertig um. Das war diese ominöse Statue, auch wie beim letzten Mal. And come to the tower. Find the truth. Was ist jetzt? Nice. What was that? Something strange just happened. Oh, the statue is awakened? Well, maybe you are able to enter the towers then. Yes, hurry. Go find the three fragments of the ancient master's mask. They're scattered in the towers. Bring them to me at my castle, and with that raw material, we shall design a new mask fit for a true master. Together. Of course. Irgendwie ist mir der Typ unsympathisch. Another of the elders' statues. Always been dormant, useless for me. Ja, weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein unwohles Gefühl, dass der gar nicht so unschuldig tut. Oh. Notes from the surgeons. My old master's sickness grew slowly, so slowly. I barely noticed. Perhaps he masked it from me out of care. Love, even. But I was not ready when the mask fell.
Gibt's da doch eine tragische Hintergrundgeschichte, wie zu befürchten? Irgendein Hintergrund muss dieses Spiel haben. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal wieder nach oben. Dann nehmen wir die Maske. Wie ihr seht, es geht alles recht zügig jetzt. Aber wenn man sich so die Agenda anschaut, wie viele Masken wir herstellen können, trotz dieser Schnelligkeit kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Spiel doch einiges zu bieten haben wird. Ich denke mal, 4 müssten ausreichen, bin mir nicht sicher. Ich habe es schon wieder vergessen, es tut mir leid. Aber 4 müsste es sein. Ja. Warte. Gucken schnell nochmal, was wir brauchen. Und eine von den. Und da noch eine Wurzel. Okay. Haben wir erstmal das hier. Das erinnert mich irgendwie an. Wie heißt dieses eine Horrorspiel, das ich mal gespielt hatte, wo man auch Rituale machen musste? Das war ganz. Ganz witzig. Ne, wir brauchen den Dude. Für die Wurzel. Die Frage ist, ich probiere mal was aus. Dadurch, dass ich diese Ingredienz ja schon habe, was, wenn ich die einfach so in die Hand nehme, kann ich jetzt damit schon in den Welten switchen? Nein. Kann man nicht. Okay. Muss ich also jetzt einen Weg finden? Weil ich kann ja hier auch noch nicht zwischen den Boundaries durch. Gucken wir, ob wir in dem Level auch Wurzeln finden. Sollte ja eigentlich sein. Ja, es ist schon knifflig, denke ich mal. Oder ich stelle mich einfach ein bisschen blöd an, das könnte natürlich auch sein. Wurzeln, 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 Wurzeln. Also ich weiß am ersten Placen ja Wurzeln, das ist ja klar. Aber ich komme ja vom ersten Place nicht in den zweiten Place wegen der kaputten Brücke. Dort ist ja. Vielleicht kann ich es rüberwerfen. Man wird zum Denken angeregt, das gefällt mir. Ich brauch doch. Warte. Ganz kurz anschauen nochmal. Ich brauch eine braune Wurz. Upala. So ein Braunwurz und der bleibt persistent in der Welt. Somit bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich. Jetzt muss ich nur gut werfen. Wie war das? Wie machen das die Baseballer? Das war jetzt gar nichts. Das war jetzt nichts. Ah, okay, aber es spawnt wieder. Nein, das Scheiße spawnt nicht. Okay, dann üben wir jetzt erstmal mit dem. Werfen. Okay. So schon eher. Okay. Oh Leute, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich ein wahnsinniges Problem. Oh fuck. Nein! Warum? Warum passiert mir das? Haben wir jetzt das Spiel gebreakt, indem ich. Ach du Scheiße.
mache ich jetzt? Ja, das hat jetzt keine Relevanz. Ach, dort sieht man die auch eingezeichnet. Aber bringt tut's mir nichts. Okay. Ja, oh, was habe ich bloß angestellt? Okay. Gut, dass wir keinen aktuellen Safe-Stand hatten. Aber wenn das jetzt nicht gelingt, können wir aber noch zurückgreifen. Aber diesmal, komm! Leute! Diesmal muss doch klappen. Nicht hoch, sondern weit. Yes! Ja! Funktioniert! Jetzt müssen wir das nur in den Korb reintun. Der Korb ist da. Okay, wieder ins nächste. Komm schon. Ernsthaft? Ich hab's jetzt geschafft. Ey, in Sport war ich nie der Bringer. Vor allem war auch nicht der hellste, was mir gerade auffällt. Der Korb ist doch da oben. Da hätte ich mit diesem Wurf... Naja, egal. Wir haben es geschafft. Viel zu umständlich, glaube ich. Wahrscheinlich geht es auch viel einfacher. Aber dieser Lösungsansatz hat auch funktioniert. Und das ist doch die Hauptsache. Wie, warum... Da liegt schon einer? Nee, oder? Der Hauptsache, der Wille war da. Jetzt brauchen wir endlich diesen Wundertrank. Aber ich glaube nicht, dass der zum Trinken gedacht ist. The potion is some kind of fungicide. Have you looked at the recipe? Ja. Aber wir brauchen noch Blätter. Irgendwie habe ich den Weg nicht gefunden. Da hätte ich. Achso, der Korb ist noch oben. Der Korb ist noch oben, oder? Deswegen habe ich da noch... Ja, aber da ist trotzdem nichts drin. Durch den Level-Reset. Klar. Wir speichern auch gleich nochmal. So. Und speichern schnell. Ich weiß nicht, wie ich sonst ins Menü komme. Keine Ahnung. Irgendwie... gibt's keine Taste für Menü, schätze ich mal. Und so gehe ich halt umständlich ins Menü, indem ich ins Steam-Menü gehe und das mich am Spiel dann rausstellt. Okay. Ja, wir machen es nach der Reihenfolge. Wie gesagt, dieses eine Horrorspiel, was mir entfallen ist, da ging es um die Reihenfolge und ich möchte es einfach nicht verpacken. Mhm. Drei Käferschens. Ekelhafte Käferschens. Und zu guter Letzt den hart verdienten Braunwurz. So. So. Hä? Muss man... Ne, das kann... Oder doch den hier? Oh, ernsthaft? Like a bit of a mishmash, but I think this will be effective on the fungus. Na, haben wir gar nicht gebraucht, unseren Braunwurz. Ja, liebe Entwickler, da hätte ich mir die Mühe sparen können, zu denken. Nicht wahr? Aber okay. Aber okay. Witzig. Ja, da geht's weiter. Aber... wir wären keine richtigen Decker, wenn wir das nicht wirklich ausnutzen würden.
Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Nein, nein, das wäre dumm. Das wäre ziemlich dumm. Wenn das jetzt noch in den Fluss reinfällt, in den Sumpf, haben wir echt gelitten. Hey, hey, Joch, beruhig dich. Also die Physik ist schon mal sehr nice. Hör auf. Ja, die Physik ist schon sehr nice. Erinnert mich an Flubber. Ich weiß, ich bin glaube so alt, dass ich Flubber kenne. Und die meisten so, what the fuck, was ist Flubber? Das heißt doch Flubber, oder? Dieser grüne Ball mit dieser Film mit Robin Williams, mit dem grünen Ball, wo man dann... Ich bin zu alt einfach. Gucken, was wir hier noch so finden. Oder ist es einfach nur... Ach so! Oh! Bleiben Sie stehen. Das ist die Verbindung zwischen der ersten Passage und der... Hallo! Und der zweiten. Okay, also müsste es eigentlich auch eine Passage geben, dass man den Maskenwechsel sich sparen kann. Von der zweiten und dritten. Was ist das? Nebel, entferne dich. Nee, hat nicht gebracht. Don't worry if you put the fungicide down somewhere and lose it. Another will appear back at the potion mixing bench. Ist gut zu wissen. Okay. Ah, bleib stehen. Gut. Keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat zwischen der ersten und zweiten Welt. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Now we can breathe a little. Das sieht schon nice aus, muss ich schon sagen. Und schon geflasht, einfach von der Optik. Gefällt mir richtig gut. Oh, und der nächstes. Bleib mal kurz da liegen. Gar nicht so einfach. See, spikes of reed adorn his mask. Was this one a gatherer too? I don't remember anymore. My poor Lord. Oh, da sind Inkredenzien. Hier. Phragmites australis. Don't be fooled. Phragmites australis. Faces of many great designs. Die brauche ich auch da. Okay. Hey. Mach keinen Scheiß. Das könnte klappen. Es könnte klappen! Gut. It's time to expand your mask making. The masks always demand more variety. Every plain mask can also be expanded with wooden extensions to unlock new designs. Oh, das war das Falsche. Doch ein richtiges Gelb. So. Und Rot brauchen wir. Nutzen wir das dem unterschiedlichen Mischbehälter, was ich sehr praktisch finde. Rot. Na, jetzt. Mal dahin. Und dahin. Kann man die dann auch wieder wegmachen? Ja, kann man auch wieder wegmachen. Das ist auch nice. Und dann in Orange. Hey, ganz ruhig. Kommt hier hin. Immer gleich zwei.
Ja, schon ganz cool, dass es halt echt so an den Objekten hier so stecken bleibt, dass man halt echt... Apprentice. Was? Close to the bench, you will find wooden extensions. Add these to any mask to expand its possibilities. Try them out now. Was? Hinten an der Bank? Oh. Was kann das? Das brauche ich um zu... Aha, das war auch so gewollt. The mask is an imprint of the mind, of the emotions. Wear it, and it disguises you with truth. Aha! Lost the fungicide bottle. Oh, da bist du erstaunt, gell, dass ich so gut bin. Ja, ich rede gerne mit mir selber. These fungal spores are the root of the problem. Wo ist? That the parasite spreads its tentacles. Ich hab es doch da. Look how it has sucked the life from this tree. Hab's doch extra dahin geworfen. So. Oh, muss er wieder den ganzen Weg wieder zurücklaufen, Mensch. Und wieder zurück. Easy going. Kleiner Spaziergang durch den Sumpf. So. Könnte ein Vorfahre von Thanos sein, der Hautfarbe entsprechend. Oh, die kann man glaube ich auch, oder? Oh, ja. There is one less fungus. Hey, 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 hey. Nein. Oh, Mann. Oh, wait. Was? The spores are regrowing. You must act quickly. Hoch übertreib. It was so beautiful here, and then the spores of corruption began to thrive on all that beauty. The swamp can fight against this toxic invader. Ah, I feel lighter, don't you? Ja, mehr oder weniger. Und das mit der Gestensteuerung? Mega. Mega. Doch nach Alex bezüglich der VR-Erfahrung ein Augenschmaus. Es funktioniert einfach alles. Wie es soll. Intuitiv. Visuals gut. Performance gut. Also. Ich bin positiv. Positiv überrascht. The most precious ingredient the swamp has to offer. This fragile lily crown flower. It seems that such beauty can only thrive here in this hostile environment. Remind you of anyone? Nee. At last, you can create the mask of the Tower Guardian. They're just a dummy, like all the rest. There's nothing special about them anymore. Okay, den machen wir noch. A beautiful mask. Oh, jetzt habe ich ihn einfach unterbrochen. Wo ist die Maske? Also, wolltest du noch was sagen? Oh, und auch noch die falsche Maske. Wo ist meine andere Maske? Ja.
Ich verliere immer alles, Mensch. Aber die kommt doch, glaube ich. Ah ja, da kommt sie wieder. So. Willst du noch was sagen? Nein? Bist du jetzt sauer? Ich hoffe doch nicht. Udin! This was a guardian of the swamps before the corruption took hold. Na, Kleiner. This kleiner is Odin. The pinnacle of the Maskmaker's art. Ja. Die Maske machen wir jetzt noch. Noch langsam zum Schluss kommen. Zwei von denen. Udin, mein kleiner Udin. So, dann haben wir hier davon zwei. Die kommen hier hin, so als Mustache. Zwei Braunwurzel. In Rot. Die kommen... Ah, da brauchen wir jetzt ein spezielles Teil. Hier so ein T-Stück, das wir gelb machen. Boah, da kommt der Künstler auf seine Kosten. Hier. Und dann eine Naturmuschel. Jawohl, ja. Gehen wir noch auf die andere Seite. Und da sind wir. Vor dem Turm. Blasted Tower. When I first came to this realm, there was a power here already. Old and frightened, it clung to the past, it clung to its power, and refused to share. I am unable to enter these towers. But then, well, that's what apprentices are for. Ah, ich traue dem nicht. A fragment of the ancient master's mask is in that tower. Find it for me. Das werden wir tun. Aber in der nächsten Folge. Schauen wir nochmal auf den Turm zurück. Ach, da werden wir nächste Folge reingehen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ich hoffe, ihr auch. Ab zur Atmode. Wir waren jetzt im Sumpf. Nicht so schön wie der Strand, aber doch vieles zu entdecken. Wir haben neue Masken hergestellt und ich bin gespannt, was uns im Turm jetzt erwarten wird. Zumindest muss ich jetzt noch warten, bis ich die nächste Folge aufnehmen kann. Ja, so ist das nun mal und ihr müsst leider auch warten. Aber ich denke, ihr seid auch gespannt, genauso wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Anon Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.